Ja, wir sind wieder Ortsausgang Kautenbach, ist ein Stadtteil von Tram-Trarbach. Hier waren wir vor ein paar Tagen schon mal nachts zu einem Waldbrand. Heute Mittag erreicht uns ein neuer Alarm, dass die Waldfläche am Brennen sei. Diesmal auf ein anderes Gebiet bezogen, überhalb der ersten Einsatzstelle. Und hier haben wir jetzt mittlerweile 4 Hektar Wald, die am Brennen waren. Wir sind jetzt mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, die sich noch über mehrere Stunden hinziehen werden. Ja, die Schwierigkeit ist einfach das steile Gelände, diese Unzuwegbarkeit in das Einsatzgeschehen rein. Ja, und dann natürlich die Wasserversorgung. Der Hochbehälter, der hier angeschlossen ist an dem Hydrantennetz, der hat natürlich nicht so viel Wasser. Der ist schon erschöpft. Mittlerweile fahren wir mit Landwirten und Winzern im Pendelverkehr von der Mosel Wasser hier hoch und versuchen so die Einsatzstelle mit Wasser einzuspeisen. Ja, wir hatten direkt ziemlich am Anfang die Polizei mit ihrem Sperber 1, das ist der Hubschrauber, hier an die Einsatzstelle geordert. Der hat einen Behälter mit Wasser unten drunter hängen und konnte das Wasser gezielt in die Einsatzstelle abwerfen. Leider musste er den Einsatz jetzt frühzeitig abbrechen, da eine Menschenrettung für den Hubschrauber noch reinkam. Das hat natürlich Vorrang. Deswegen versuchen wir jetzt noch auf anderen Wege Wasser hierbei zu schaffen. Das Feuer ist definitiv unter Kontrolle. Natürlich sind noch viele Klugnester am Brennen und der Waldboden muss teilweise umgegraben werden und Wurzelwerk muss freigelegt werden. Das hat sich so tief reingebrannt. Da sind wir jetzt noch einige Zeit beschäftigt, um da wirklich die Klugnester alle nochmal auszumachen. Aktuell zwischen 120 und 150 Einsatzkräfte, nicht nur aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, sondern auch aus den umliegenden Verbandsgemeinden, selbst aus dem Landkreis Simmern oben bzw. Rhein-Hunsrück-Kreis oben haben wir Kräfte, die auf der Anfahrt noch sind, die uns hier mit Wasserfahrzeugen nachher unterstützen. Ja, die Strecke ist mal wieder voll gesperrt zwischen Longkamp und Kautenbach, da geht nichts. Die ganze Straße wird hier auch als Aufstellfläche für die Feuerwehr genutzt. Und ansonsten muss man jetzt mal schauen, wie lange sich das ganze Einsatzgeschehen noch hinzieht. Genau, wir haben ein, zwei Feuerwehrmänner, die erschöpft sind oder im Gelände umgeknickt sind, die werden jetzt erst versorgt. Ja, kann man einschätzen, was die genau haben, wegen der Hitze bedingt oder? Ja, es sind chirurgische Verletzungen, die sind umgeknickt und natürlich auch Erschöpfung durch die starke Hitze und die doch schwere körperliche Belastung.